Alter, was geht ab, Leute, hier? Vietnamese Street Food Baby. Gefällt mir hier. Schauen wir mal, was die hier so haben, Leute. Snacks, Dumplings, Salads, Baos, Soy, sehr interessant. Wok-Sachen, nicht interessant. Bohnen-Sachen, nicht interessant. Soup-Sachen, maybe interessant. Ist sehr immer interessant. Madame Dor. Fun Fact, gleich daneben ist Levi. Ich glaube, es heißt Levi, aber ich nenne es Levi wegen Attack on Titan. Da hat die Biang Biang Nudel Odyssee angefangen. Das war der erste Biang Biang Laden, den ich abgecheckt habe, und danach habe ich jeden abgecheckt. Das war... Wobei, ein paar gute habe ich schon entdeckt, aber Biang Biang Nudeln sind nicht so mein Ding unbedingt. Kollegin, mit der ich damals im Levi war, mit der bin ich heute hier. Was für ein Zufall. Ich habe schon meine Favoriten. Was willst du? Ich will Sun, Soy, Wokor. Auf jeden Fall, Leute, nimmt's nicht Main Wok und Main Boom Bowl Sachen. So, nochmal hier für euch, Leute. Guck mal, hier steht typischer Isakaya-Drink. Der sieht gut aus, Leute. Also ich muss sagen, der Laden ist ein wenig Allrounder. Sushi hatten die auch auf der Karte. Die haben eigentlich echt eine Menge. Und sowas, was eigentlich in so ein Cute Asian Café gehört. Ich würde es nochmal trinken, ja. Also Strawberry und so ein Scheiß. Das ist eigentlich so süß. Geheimtipp für Cute Asian Drinks hier. Weiß ich gar nicht. Aber wir waren auch zusammen gleich daneben. Deswegen. Ja. Genau. Was spricht dich mehr an? Mein Fleischteller. Also Spanish spricht mich, glaube ich, mehr an. Das andere sieht mir zu fey aus. So, Leute, das ist Soy mit Fleisch. Also Klebereis auf Deutsch. Das ist Bokor. Das ist eigentlich so, sollte eigentlich gulaschartiger sein, nicht so flüssig. Aber hey, vielleicht ist das Fleisch zart. Das ist einfach Reis mit Spare Ribs, Sirn und Okonomiyaki, oder? Nein, Tokomiyaki. Was Takoyaki. Ist das? Takoyaki. Es wurde was beim Bestellen vergessen, Leute. Soll ich dazu? Du kannst es dazu bestellen. Nochmal? Jetzt hast du schon alles gedreht, wie ist das? Zarter, als es aussieht. Also da, ich hatte nicht viel Erwartung. Dadurch, dass ich nicht viel Erwartung hatte, übersteigt es meine Erwartung. Schlecht ist nicht, gell? Also besser als der daneben, der hatte das auch, Leute. So. Oh. Ging vom Knochen runter. Nicht das Schlechteste, was ich hatte. Okay. Ja. Tatsächlich ja. Checken wir nochmal die Preise, Leute. Sparrows 4 Stück 57.
Ist okay. Sparrows mit 30,52 ist eigentlich auch okay. Zoe 99 auch okay. Ja, eigentlich faire Preise. Lass mich mal die Bücher checken, Leute. Oh, die ist echt gut. Aber das esse ich gerne mit Reis, nicht mit. Hm? Ich weiß, ist das ja. Das kann gar nichts. Hey, wie war es in diesem einen, wo ich mal sag bitte auch, dass du schon schlecht fandest wie wir. Ja, der war schlecht. Der war kaputt. Grottig, der war ja so grottig. Der wird auch nicht lange überleben. Ja. Obwohl, also ja, wird er nicht, aber ich finde die Location. Das ist eine gute Location. Weil da drumherum sind so Museen und so, das wäre eigentlich so perfekt für sonntags. Und irgendwie mag ich, dass es so drei Ebenen hat, aber die nutzen die Fläche voll schlecht. Ich habe das Konzept noch nicht richtig verstanden, was sie da eigentlich haben. Wir haben da unten so eine, ist in der Außen so eine, ich dachte, du kannst ja selber irgendwie künstlerisch tätig sein oder so, aber irgendwie nicht. Nee. Überraschend gute Brühe. Fleisch relativ zart, nicht schlecht. Ganz ehrlich, dafür würde ich nochmal kommen. Dafür würde ich nochmal kommen für die Drinks, also für die Matcha Drinks. Das so ist basic nicht unbedingt. Dafür das nicht schlecht an sich. Aber bei Provo ist es viel geiler, da ist es gescheit. Also wenn ich Cravings danach hätte, dann zu Provo. Aber für Uni-Gegend ist eigentlich schon gechillt. Also schon empfehlenswert. Ich muss was filmen. Okay. Da war gerade so eine Frau, Leute, die sich Straße entlang. Hat sich die Karte angeschaut, da schrei ich so rüber, hey, den Laden kann ich empfehlen, ist sehr gut hier. Dann meinte sie, ja, das Problem ist nur, sie trifft sich schon, sie weiß noch nicht welcher Laden. Dann fragt sie nach Levi Levi. Das hat der daneben, den kann ich aber leider nicht empfehlen. Wer auch immer ihre Date Location, ihr Essensspot ausgesucht hat, hat leider eine Fehlentscheidung getroffen. So Leute, pack den Top G Gentleman Move aus. Natürlich. Schreibt euch das auf, Leute. So, das ist eigentlich die Nachspeise. Jäh. Da oben. Sieht geil aus. Darauf freue ich mich. Oh, und Chili Wonton. Mit ordentlich Chili. Was sagt die Expertin? Nee. Oh. Apropos gut scharf. Bei Fairfax gibt es ja den Nashville Hot und der ist ordentlich scharf. Ich hatte den schon mal. Die haben heute so eine Story gemacht. Da hat einer den 1-Stern-Bewertung gegeben, weil der zu hot war. So. Zu hot, Leute, ja. Der ist hot. Perfekt.
Für einen kurzen Moment war ich in den Straßen Hanoi. Ihr denkt euch jetzt, Leute, wie können schwarze Bohnen eine Nachspeise sein? An sich nicht schlecht, aber... Das ist für mich halt die Special. Genau, ich wollte gerade sagen, ich hätte gern mehr Toppings drin. Weil es ist halt so. Ja. Es ist halt einfach nur mit den Bohnen. Dein extra Topping ist schon eine Kokosnuss. Ja. Aber noch so richtig viele geile Toppings und... Dann wird es richtig kicken und so. Ja, das ist genau das, was auf der Karte steht. Aber ich finde es gut, weil wenn du gelöst hast, jetzt so an einem schönen warmen Abend, gehst auch so entlang, hast Bock auf sowas, dann gibt es jetzt einen Ort dafür. Ich muss betonen, Leute, die ganze Zeit, wo wir hier waren, nicht viele Gäste. Der Laden daneben, die ganze Zeit voll. Unverständlich. Ich mach Story darüber. Wieder zwei Damen. Sie kommen hierher, schauen sich die Karte an. Gehen zum anderen Tisch, also zum anderen Laden. Münster, falls ihr das seht. Seht ihr die zwei Leute? Ich hab's geschafft, die haben sich wie die anderen die Karte angeschaut, aber die haben auf mich gehört. Letztes Mal habe ich aus Versehen eine besondere vietnamesische Speise getestet. Dieser Laden, geil. Der hat richtig viele Mon Dac Biets. Vietnamesische Spezialitäten. Soi, Sương, Bò Kho. Und das Klasse ist Jia als Nachspeise. Ihr kennt ja die meisten Vietnamesen, Asiaten. Die haben als Nachspeise Standard diese Mochi-Dinger. Und viele Vietnamesen auch dieses Mango-Reis-Ding von den Thailändern. Aber wenn ihr seht, Digga, die haben Jia. Da kann man sich schon denken, wie authentisch und krass dieser Laden ist. Einer meiner neuen Favoriten. Die haben jetzt auch Banh Mi, das wird demnächst getestet. Kuss geht raus. Große Empfehlung. Wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal. Der Mean ist Serious Business und ciao.